So sah Mannheim im 18. Jahrhundert aus. Und genau hier, in diesem Quadrat, wohnte 1735 der Bäcker Johann Peter Roth. Er war einer von insgesamt 113 Bäckerinnen und Bäckern in Mannheim. Bei ihm im Quadrat wohnten viele andere Menschen, zum Beispiel ein Regierungsrat, ein Schnapsbrenner oder ein Händler. Zu seinen Nachbarn gehörten auch viele jüdische Einwohnerinnen und Einwohner Mannheims, die auch in diesem Quadrat wohnten. Warum wir das alles wissen? Deshalb. In Grundzinsbüchern aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist genau verzeichnet, wer wo in Mannheim gewohnt hat und wie viele Steuern er oder sie zahlen musste. Wir vom Archivum haben aus 4 Zinsbüchern eine Datenbank gemacht. Darin sind alle Personen mit Name, Adresse, Beruf, Steuer und Religion erfasst. Außerdem sind besondere Gebäude eingetragen, zum Beispiel Schulen oder Gasthäuser. Heute sieht Mannheim ein kleines bisschen anders aus als früher, aber das Straßennetz ist immer noch das gleiche. Man kann also genau sehen, wo der Bäcker Johann Peter Roth 1735 gewohnt hat. Und die 112 anderen Bäckerinnen und Bäcker übrigens auch. Wir hoffen, ihr findet diese Daten genauso spannend wie wir. Nehmt sie und macht was Schönes draus.